gelesen habe. Ich mag ja lieber Hörbücher. Lesen tue ich immer ganz viele unterschiedliche Sachen parallel, je nachdem, wonach mir ist. Also Rhetorik lese ich gerade von Michael Ehlers, das neue Buch, höchst spannend. Und da lese ich gar nicht Seite für Seite, sondern da steige ich immer zwischendurch irgendwo ein, und habe so die Idee, dass ich die Welt gerade verstehe, die rhetorische. Dann lese ich gerade eigentlich schon über ganz viele Jahre hinweg Lama Ole Bücher. Derzeit mal wieder Buddha und die Liebe. Henriette Friedrichs Buch mag ich immer zwischendurch zum Blättern, da lache ich immer und das ist so ein schöner Ausklang am Abend. Eine Freundin, die Nicole, hat mir das Buch geschenkt, das Café am Ende der Welt. Da habe ich jetzt schon ein paar Seiten von gelesen, weil sie mir auch schon ganz viel erzählt hat davon. Und das sind die Bücher, die ich gerade so parallel lese. Hörbücher höre ich gerade Willkommen im Datengefängnis von Michael Ehlers. Sehr spannend. Da geht es übrigens auch über Facebook, Insta, die sozialen Medien und wie uns eigentlich die Welt so im Griff hat, der gläserne Mensch. Sehr interessant, sehr empfehlenswert.